Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Wiederbelebung der Vermögensteuer als Teil einer gerechten Steuerpolitik, Drucksache 19/4497. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Die Wortmeldung von Herrn van Ooyen liegt mir vor. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Morgen die Presseerklärung ja schon gelesen dazu. Wie gesagt, wenn einige die Vermögensteuer schon ganz ausschließen und andere noch davon reden, Riesenvermögen höher zu besteuern, andere die Vermögensteuer als Kampfbegriff, ja verfassungswidrig, wie ich der heutigen Presseerklärung entnommen habe, ablehnen, ist für uns klar, wer mehr soziale Gerechtigkeit und die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich nicht größer machen will, der muss für die Vermögensteuer sich einsetzen. Es ergibt sich eigentlich schon aus der Hessischen Verfassung, dass wir unserer Einnahmeverantwortung nachkommen und die im Artikel 47 der Hessischen Verfassung vorgeschriebene progressive Besteuerung von Vermögen als Gesetzgeber auch umsetzen. Etwas zugespitzt kann man sogar sagen, dass die Forderung nach der Vermögensteuer und ihre aktive Umsetzung letztlich aktiver Verfassungsschutz ist. Nicht nur die Hessische Verfassung erwähnt, wie gesagt, die Besteuerung von Vermögen, auch das Grundgesetz sieht die Vermögensteuer explizit vor und weist sie den Ländern zu. Nachdem wir aber ein fast 22 Jahre altes Verfahren als verfassungswidrig geltendes Bundesgesetz haben, das aber formale Gründe dafür gibt, dass die Länder diese Steuer nicht erheben dürfen, ist es nun doch an der Zeit, die Debatte um die Vermögensteuer wieder deutlicher aus den Ländern herauszuführen. Denn es ist ja schön, dass das Land Hessen im Jahr 2016 einen Überschuss erwirtschaftet hat. Das haben wir heute Morgen besprochen. Aber nach wie vor besteht enormer Bedarf an Investitionen und öffentlichen Leistungen. Sei es, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Schulen und Krankenhäuser zu sanieren oder um den Kita-Ausbau zu fördern. Jahrelange Unterfinanzierung der Kommunen, ungenügende Personalausstattung im öffentlichen Dienst und Wohnungsmangel stellen die hessische Haushaltspolitik vor große Herausforderungen. Gleichzeitig besteht ein hoher Investitionsbedarf in vielen Bereichen, z.B. im öffentlichen Personennahverkehr, bei der Energiewende, zum Ausbau der Kinderbetreuung oder dem Erhalt und Ausbau öffentlicher Infrastruktur. Eine einseitig auf die Ausgaben fokussierte Sparpolitik kann nicht einmal kurzzeitig als Wohltat wirken. Investitionen in den notwendigen Strukturveränderungen haben auf lange Sicht ein nachhaltiges und dynamisches Entwicklungspotenzial. Um die Handlungsfähigkeit des Landeshaushalts aber dauerhaft sichern zu können, muss er in seiner ganzen Komplexität betrachtet werden. Und dazu gehören eben auch die Einnahmen, und hier speziell die Steuereinnahmen des Landes. Die Vermögensteuer als Landessteuer ist hier ein hervorragendes Mittel, um die notwendigen zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren und gleichzeitig genau die Menschen an den Kosten zu beteiligen, die mehr für das Gemeinwohl leisten können als andere. Ich bin sehr froh darüber, dass in dieser Debatte die GRÜNEN bereits einen Beschluss auf der letzten Bundesdelegiertenkonferenz gefasst haben, in dem es heißt, ich zitiere, und wir wollen der starken Vermögensungleichheit und damit einer sozialen Spaltung mit einer verfassungsfesten, ergiebigen und umsetzbaren Vermögensteuer für Superreiche entgegenzuwirken. Jürgen Trittin schrieb in einem Gastbeitrag für die FAZ, wenn die Gewinne aus schnell wachsenden Vermögen nicht mehr investiert werden, wir aber mehr investieren müssen, spricht alles für eine Vermögensteuer. Die trifft nach den Vorschlägen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht einmal 1% der Bevölkerung. Sie ist eine Superreichensteuer, werden die daraus resultierenden 9 bis 18 Milliarden Euro in Infrastruktur, Bildung und Klima investiert, dann ist das gut für Mittelstand und Mittelschicht. Sie bekommen mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Aufträge, mehr Arbeit. Soweit das Zitat von Jürgen Trittin. Es
es mag sein, dass der Kanzlerkandidat der SPD die Vermögensteuer für einen Kampfbegriff hält. Im Kern aber ist sie ein wesentliches und wirksames Steuerungsinstrument für Umverteilung von Vermögen zu sorgen und gleichzeitig für wichtige Aufgaben des Staates aufkommen zu können. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Länder endlich die Initiative ergreifen und gemeinsam für die Wiedereinführung der Vermögensteuer sorgen. Wer soziale Gerechtigkeit will, der kommt um die Vermögensteuer nicht herum. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege van Ooyen. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Erfurth von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege van Ooyen, trotz Ihres längeren Zitats von Jürgen Trittin werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass dieser Antrag eher so Teil einer politisch-privaten Auseinandersetzung ist zwischen den LINKEN und der SPD, weil der Fraktionsvorsitzende der SPD neulich erklärt hat, ja, sie hätten jetzt eine Weile geprüft, ob die Vermögensteuer doch ein gangbarer Weg wäre, und dann sind Sie zu einem Ergebnis gekommen. Nee, ist es nicht. Man muss eher an die Erbschaftssteuer ran. Das, ja, gut. So ähnlich ist der Prozess bei uns auch, und das finde ich ganz schön. Ja, und, ja so, genauso machen wir das auch. Und, obwohl ich also diesen Verdacht habe, hier wollen eben SPD und LINKE oder DIE LINKE gegenüber der SPD hier so eine kleine Fehde klären, will ich mal versuchen, anhand des Antragstextes hier zu argumentieren. Punkt 1 steht ja, dass die Erhebung einer Vermögensteuer ein wichtiger Teil der Gerechtigkeit und der Leistungsfähigkeit sein sollte. Da kann ich Ihnen teilweise folgen, weil auch meine Partei und auch ich persönlich sagen, vermögensbezogene Steuern, ich bitte den Begriff zu beachten, vermögensbezogene Steuern sind für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Eine Frage der Gerechtigkeit, wie eben Bildungsinvestitionen und andere Dinge, die dieses Land dringend braucht, finanziert werden müssen. Und ich bitte Sie zu beachten, meine Damen und Herren, vermögensbezogene Steuern sind nicht nur Vermögenssteuer, auch wenn das erst einmal so klingt. Das sind auch Grundsteuer, es sind Grunderwerbsteuer und es ist Erbschaftssteuer. Ja. All diese Steuern zusammen, die Vermögen belasten, muss man aber auch zusammendenken. Und da muss man sehr wohl schauen, ob eben die Belastung durch vermögensbezogene Steuern nicht überbelasten und dass man dann auch guckt, wie sozusagen das Gesamtpaket aussieht. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und ich persönlich halte die Erbschaftssteuer für das bessere und schnellere Instrument zur Durchsetzung der vermögensbezogenen Steuern. Sie haben unseren Parteitagsbeschluss zitiert, Herr van Ooyen. Der ist so, wie er ist. Und so wird sich auch dann demnächst irgendwann das Bundestagswahlprogramm zusammensetzen. Und dann werden wir schauen, wie sozusagen sich am Ende alles neu ausmändelt. So ist es, und so, da ist überhaupt nichts dran zu deuteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beispiele von den LINKEN sind immer so schön plakativ. Ich erinnere mich an den Festredner vom Neujahrsempfang, der sehr schön dargestellt hat, das ist ja auch plakativ zu sagen, ob jemand, ein reicher Mensch, 50 Millionen hat oder nur 30, daran verhungert er nicht. Stimmt. Wenn Sie in diesem Beispiel bleiben, ja, hat er gesagt, das stimmt ja auch, der wird ja nicht verhungern. Los, meine Damen und Herren, die Frage der Steuern ist auch immer eine Frage der Durchsetzbarkeit. Und da fängt es doch an. Da fängt es doch an, wo ist die politische Durchsetzbarkeit für ein radikales Steuerkonzept oder für ein Steuerkonzept, das sozusagen bei Teilen der Bevölkerung die Angst auslöst, hier werde ich überbelastet. Und da haben die GRÜNEN, die SPD und DIE LINKEN im letzten Bundestagswahlkampf ihre Erfahrungen gemacht, dass Steuerkonzepte, bei denen
manche Menschen glauben, sie werden überbelastet, kein Wahlkampfschlager sind und dass man dafür nicht gewählt wird. Und dass man dafür nicht gewählt wird. Von daher, meine Damen und Herren, ist das eine der radikale Anspruch, das andere ist, eine gesellschaftliche Mehrheit zur Durchsetzung dieses Anspruchs zu bekommen. Ich verrate Ihnen, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich nicht der Überzeugung bin, dass man mit so radikalen Forderungen die Mehrheiten gewinnen kann und auch die Bevölkerung hinter sich vereint. In Punkt 2 Ihres Antrags von den LINKEN fordern Sie, dass der hessische Landeshaushalt sich nicht nur über die Einnahmenseite konsolidieren darf. Stimmt. Haben wir auch genauso gemacht. Wir haben nämlich die Grundsteuer erhöht. Die Grunderwerbsteuer erhöht. Ja, die Grundsteuer haben die Kommunen erhöht. Die Debatte führen wir morgen. Und dann, meine Damen und Herren, wer hat sie denn angehoben? Soweit ich mich erinnern kann, waren die LINKEN nicht dabei, als wir an die Einnahmenseite geguckt haben. Die Kollegen von der SPD auch nicht. Wir haben die einzig mögliche Steuerstellschraube bedient, die der hessische... Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Danke Ihnen, Frau Präsidentin. Die einen Landeshaushalt hat, und wir waren die Einzigen, die sie bedient haben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Zum Punkt 3 komme ich jetzt nicht mehr. Ich kann nur sagen, so viel Populismus brauchen wir hier nicht, weil Sie alle wissen, dass wir vor der Bundestagswahl einen Antrag im Bundesrat überhaupt nicht mehr umsetzen können. Von daher erübrigt sich das, und wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr von Seiten der Abgeordneten vor. Vielen Dank. Für die SPD hat sich schon Kollege Grumbach zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erster Satz, ziemlich klar. Steuer auf Vermögen nach internationalem Standard sind etwas, was Deutschland braucht, um die Menschen, die viel Geld verdient haben, an den Ausgaben für Bildung und Infrastruktur zu beteiligen. Und wenn ich internationale Standards sage, dann meine ich noch nicht einmal so Größenordnung wie Großbritannien mit 3,6 oder den Vereinigten Staaten mit 3,1 des Bruttoinlandsproduktes an Vermögensbesteuerung. Ich will es an der Stelle sehr deutlich sagen. Menschen haben sich in den vergangenen Jahren relativ ungleichmäßig aneignen können, was gemeinsam erwirtschaftet worden ist. Und auch das ist ein Effekt, der ausgeglichen werden muss. Die spannende Frage ist wie immer die, gut gemeint oder gut gemacht. Und wir haben das skurrile Problem. Wir haben ja als hessische SPD sehr bewusst die Vermögensteuer weiterverfolgt mit einer Anhörung, wo der eine oder andere ja auch als Gast hat teilnehmen können, und haben festgestellt, dass uns ein Nebeneffekt einer anderen politischen Entscheidung plötzlich das gut gemacht in Probleme bringt. Herr Dobrindt hat nämlich mit seiner Mautentscheidung eine Debatte darüber ausgelöst, wie staatliche Gebühren und Steuern sozusagen plötzlich in Beihilfekontexten auftauchen können, die unter anderem dazu führt, dass das, was wir bei Vermögenssteuern immer debattieren, nämlich dass es bestimmte Regeln geben muss, die die harten Brüche bei Betrieben reduziert, dass diese Regelungen unter Beihilferecht fallen. Das ist unser derzeitiger Debattenstand. Das heißt, wir haben keine Lust, eine Forderung in unser Wahlprogramm zu schreiben, dass zwei Monate später oder zwei Jahre später vom Verfassungsgericht wieder aufgehoben wird. Das hat die jetzige Bundesregierung schon mit der heutigen Erbschaftssteuer zum zweiten Mal gemacht. Ich sage das einmal so zugespitzt. Dazu haben wir keine Lust. Also ist die Konsequenz daraus, dass wir gesagt haben, wir wollen Vermögensbesteuerung. Und wenn wir Vermögensbesteuerung machen, dann nehmen wir den Teil, von dem wir glauben, dass wir die Korrekturen leichter vornehmen können. Nämlich an dem, was als Erbschaftssteuer heute möglich ist, können wir die Korrekturen, von denen wir glauben, dass sie das Verfassungsgericht nicht überleben, ist ja eine Wette auf die Zukunft, leichter vornehmen. Und dann sind wir auch bei einem sehr ertragreichen und einem sehr simplen Punkt, von dem wir glauben, dass die Gerechtigkeitsfrage sich auch mal neu stellt. Ich meine, das wäre ein spannender Punkt für die Liberalen. Liberale Politiker haben vor 150 Jahren mal gefordert, eine Erbschaftssteuer von 100%.
weil sie der Meinung waren, dass jeder die gleiche Startchance ins Leben haben muss und dass es keine Vorteile geben muss. Es gibt Leute, die realisieren das individuell. Ich will Sie einmal darauf aufmerksam machen, dass der berühmte Investor Warren Buffett seine Kinder enterbt hat, weil er gesagt, sein komplettes Vermögen zu 100% einer gemeinnützigen Stiftung überschreibt, weil er sagt, meine Kinder sollen lernen, im normalen Leben zu arbeiten wie andere auch. Ich sage das so zugespitzt, weil ich schon glaube, dass wir an der Stelle durchaus Einsicht bei denen haben, die über viel Geld verdienen, und dass wir eine ertragreiche, eine die Einkommensverteilung korrigierende Erbschaftssteuer, ein erster Schritt ist, eine vernünftige Vermögensbesteuerung auf die Reihe zu kriegen. Und dafür stehen die Sozialdemokraten. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von Linken, ist der Punkt ganz schlicht. Wir werden Ihren Antrag heute auch ablehnen, weil wir glauben, dass wir ein paar Fragen noch klären müssen, bevor wir uns auf diesen Pfad begeben. Weil die Fahne hochzuhalten, ist das eine. Das macht es lustig, und dass Sie, Frau Erfurth, mit Wahlkampf argumentieren, da wäre ich sehr anderer Meinung. Ich glaube, die Menschen in Deutschland warten darauf, dass irgendjemand die Initiative ergreift, die Ungleichheit auch im Steuerbereich endlich auszugleichen. Das sehe ich völlig anders. Aber das Schlimmste, was wir tun könnten, einem Vorschlag zuzustimmen, von dem bisher der Diskussionsstand bei uns ist, er wird nicht funktionieren. Das wäre die schlimmste Enttäuschung. Deswegen erst einmal den Vorschlag, von dem wir glauben, dass er funktionieren kann, das heißt Erbschaftssteuer. Und wenn wir dann die anderen Fragen geklärt haben, können wir über eine Vermögenssteuer noch einmal reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Arnold von der CDU-Fraktion. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, und immer wieder grüßt das Murmeltier, in diesem Fall ein besonders gefräßiges Exemplar, das es trotz Rekordsteuereinnahmen nicht lassen kann, auf Kosten anderer immer mehr verschlingen zu wollen. Mal wieder hat DIE LINKE ihre sozialistische Ideologiekeule herausgeholt, und Kollege van Ooyen wird anscheinend nicht müde, sie zu schwenken. Zuallererst halte ich zum wiederholten Male fest, die Vermögenssteuer ist immer noch verfassungswidrig. Das ist Fakt, und daran ändert auch Ihre Begründung nichts. Zudem ist im Hinblick auf die Vermögenssteuer Ihre Behauptung, das Bundesverfassungsgericht hätte sich 2006 vom sogenannten steuerrechtlichen Halbteilungsgrundsatz verabschiedet, schlichtweg unzutreffend. Im Gegenteil hat das Bundesverfassungsgericht auch in 2006 klar auf die Grenze der Gesamtbelastung des Vermögens hingewiesen. Und nicht ohne Grund hat das Bundesverfassungsgericht die gesetzlichen Regelungen zur Vermögenssteuer für verfassungswidrig erklärt. Denn der steuerliche Zugriff durch Einkommen und Vermögenssteuer muss auf die Ertragsfähigkeit des Vermögens begrenzt sein. Und, sehr geehrte Damen und Herren, genau darin liegt das Problem. Bei einer Substanzbesteuerung, die den Bestand besteuert und keine Rücksicht auf die Einnahmesituation nimmt. Deshalb wird die Vermögenssteuer seit dem Jahr 1997 nicht mehr erhoben. Es ist nicht falsch, und ich werde mir auch noch einmal gerne die Zeit nehmen, mich an Ihrem Antrag auch abzuarbeiten. Zu Ihrem Punkt 1. Die Vermögenssteuer sei ein wichtiger Teil einer an Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit orientierten Steuerpolitik. Ob eine Steuer auf Vermögen, die die Substanz verzehrt, gerecht ist und auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit abstellt, das halte ich hier doch für fraglich. Wer Vermögen aus eigener Kraft und durch eigene Leistung geschaffen hat, hat insbesondere durch die Einkommensteuer bereits Steuern entrichtet. Wer sein Vermögen einsetzt, um Waren zu kaufen, zahlt hierauf grundsätzlich wiederum Umsatzsteuer. Wer sein Vermögen nicht selbst geschaffen hat, sondern übertragen bekommen hat, der zahlt Erbschaft- und Schenkungssteuern. Und diese genannten Aspekte sorgen aus unserer Sicht für eine gerechte
und auch an der Leistungsfähigkeit orientierte Steuerpolitik. Und hierzu benötigt es keine Vermögenssteuer. Und zu Ihrer Behauptung, die Vermögenssteuer sei sozial gerecht. Auch das ist sie nicht. Sie benachteiligt insbesondere den für uns in Hessen so wichtigen Mittelstand und damit indirekt auch die dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie benachteiligt genau die Unternehmen, auf die wir stolz sind, die eine gute Eigenkapitalausstattung vorzuweisen haben und somit langfristig Arbeitsplätze schaffen und sichern. Diese Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze in einer derart verantwortungslosen Art und Weise zu gefährden, ist mit uns nicht zu machen. Ich habe es schon einmal gesagt, und ich bleibe dabei, bei uns zählt der Mittelstand, und bei Ihnen zahlt der Mittelstand. Zu Ihrem Punkt 2. Der Landtag stelle fest, dass eine ausschließlich auf die Ausgabenseite orientierte Konsolidierungspolitik nicht ausreicht. Da frage ich mich doch, ob Sie in den letzten Wochen und Monaten nur noch selektiv die Nachrichten lesen. Wir haben Steuereinnahmen in Rekordhöhe zu verzeichnen. Nie hatten wir mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Hessen. Nie ging es den Unternehmen in Hessen so gut wie jetzt. Das ist das Ergebnis einer gesunden Wirtschaft, Herr Schaus, in Hessen. Das sind die vielen erfolgreichen Mittelständler in Hessen sowie viele Arbeitsplätze. Und genau diese werden wir auch weiterhin unterstützen, indem wir uns um die wirtschaftliche Lage in unserem Land kümmern und uns für die Sicherung von Arbeitsplätzen konsequent und vehement einsetzen werden, anstatt wie Sie neue Steuern zu erheben. Das ist für uns eine verlässliche schwarz-grüne Wirtschaftspolitik. Das ist für uns soziale Gerechtigkeit, und für Sie ist es das Absurdum in einer Zeit, in der die Steuereinnahmen sprudeln, nach neuen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger im Land zu suchen. Wir haben uns schon lange von der Vermögenssteuer verabschiedet, denn am Ende bringt sie auch aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands nichts, auch keine Gerechtigkeit, sondern kostet viel, nicht zuletzt private Investitionen, Unternehmen und Arbeitsplätze. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lena Arnold. Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP lehnt die Vermögenssteuer aus mehreren Gründen ab. Sie ist zum einen ein Eingriff ins Eigentum. Sie ist zum zweiten schon mehrfach in der Vergangenheit durch das Bundesverfassungsgericht als grundgesetzwidrig bezeichnet worden. Zum dritten, die Vermögenssteuer geht immer mit Geld um, das bereits versteuert worden ist. Viertens. Der größte Teil von Vermögen ist nicht liquide, sondern in Produktionsmitteln oder in Immobilien gebunden. Eine Steuererhöhung würde daher zusätzlich Unternehmen und, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Wohnungsmarkt belasten. Folgen, das ist der fünfte Punkt unserer Ablehnung, wären Wandlungsbewegungen, Menschen, die ihr Vermögen ins Ausland verlagern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und der letzte ist in meinen Augen auch noch ein sehr entscheidender Punkt. Keine geringere als die Deutsche Steuergewerkschaft hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie eine Vermögenssteuer für nicht administrierbar hält. Was eigentlich spricht noch dafür, dieses Murmeltier, das Gefräßige, wie Frau Kollegin Arnold eben zu Recht dargestellt hat, wieder einmal hier in das Schaufenster des Landtages zu stellen? Nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren, nichts. Wenn denn wirklich die Linken mittlere und kleinere Einkommen entlasten wollen, so schlagen wir Ihnen Folgendes vor. Erstens, Abschaffung des Solidaritätszuschlags bis 2019. Zweitens, einen mutigen Abbau der kalten Progression statt Alibi-Entlastungen. Drittens, eine Vereinfachung des Steuersystems. Viertens,
die Grundsteuerbremse. Fünftens den Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind praktische Auswirkungen und haben nichts mit dem Folgenkuckucksheim zu tun, in dem Sie sich offensichtlich befinden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Frau Staatssekretärin Dr. Weiland. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr von Ooyen, ich darf das Geburtstagskind hier vertreten, aber es tut mir leid, ich kann trotzdem nicht auf Ihre Linie einschwenken. Lassen Sie mich gleich zu Beginn meiner Rede eines herausstellen. Es ist keineswegs so, dass die stärkeren Schultern in Deutschland keine höhere Last tragen. Die einkommensstärksten 10% der Einkommensteuerpflichtigen, das sind diejenigen, nicht die Millionäre, sondern diejenigen, die Einkünfte von mehr als 70.000 € im Jahr haben, tragen 55% des gesamten Einkommensteuervolumens, also mehr als die Hälfte. 10% tragen also mehr als die Hälfte, obwohl sie nur etwas mehr als ein Drittel des gesamten Einkommens haben. Und das heißt, sie tragen mehr als andere. Man kann sich jetzt durchaus darüber streiten, ob die Last hoch genug ist. Aber so zu tun, als würden sie keine höhere Last tragen, widerspricht den Fakten. Ich bezweifle auch, ob eine Vermögensteuer mit einem eher überschaubaren Aufkommen angesichts von Gesamtsteuereinnahmen von mehr als 670 Milliarden € überhaupt eine Umverteilungswirkung erzeugen kann. Diese Frage wurde übrigens auch von Wissenschaftlern bei der Anhörung der SPD-Landtagsfraktion am 24. Juni 2016 überwiegend verneint, insbesondere wenn man Betriebsvermögen verschonen würde. Wenn ich aber Betriebsvermögen einbeziehen würde, gefährde ich Unternehmen in der Substanz und gefährde damit dann auch Arbeitsplätze. Herr Schaus, lassen Sie mich einfach ausreden. Sie können sich dann ja später melden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der ganzen Diskussion spielt natürlich auch die Frage der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands eine wichtige Rolle. Wenn wir uns bei den anderen Ländern umschauen, fällt auf, dass es weltweit nur noch wenige Industriestaaten gibt, die eine Vermögensteuer erheben. Und selbst Länder, die einmal die Vermögensteuer hatten, schafften sie ab, weil sich moderne Steuersysteme von den sogenannten Sollertragssteuern gelöst haben und sich hingewendet haben zur konsequenteren Besteuerung der Erträge aus den Vermögenswerten. Denn ein Vermögenswert als solcher bringt mir nichts, wenn ich keine Erträge daraus schöpfen kann. Dies wird insbesondere deutlich, und das weiß jeder von uns, wenn ich die Vermögensteuer eines Barguthabens heute ansetze, wo ich für das Kontoguthaben nahezu nichts bekomme oder sogar noch etwas draufzahlen muss. Ein für mich sehr gewichtiges Argument gegen die Wiedereinführung der Vermögensteuer ist die Schädigung ertragsschwacher Unternehmen, vor allem des Mittelstandes, und die zusätzliche Belastung für neu gegründete Unternehmen. Die ertragsunabhängige Ausgestaltung der Vermögensteuer würde insbesondere ertragsschwache Unternehmen treffen. Für Unternehmensneugründungen würde sich das schon bestehende Gründungsrisiko nochmals erhöhen, da die ertragsunabhängige Besteuerung nicht berücksichtigt, dass ja gerade junge Unternehmen in den ersten Jahren erfahrungsgemäß keine oder nur sehr geringe Erträge abwerfen. Und auch die Finanzkrise hat uns gezeigt, wie wichtig eine stabile Eigenkapitalkraft der Unternehmen ist. Wenn ich aber das Eigenkapital als Vermögen besteuere, bestrafe ich diejenigen Unternehmen, die Eigenkapital aufgebaut haben,
im Verhältnis zu denen, die sich überwiegend fremdfinanziert haben, da die Schulden bei der Vermögenssteuer in voller Höhe abzugsfähig wären. Auch das spricht gegen die Einführung der Vermögenssteuer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zuletzt auf ein ganz praktisches Problem kommen. Um eine verfassungsgemäße Bewertung zu erreichen, muss ich sowohl das Kapital als auch das Sachvermögen fortlaufend mit dem Verkehrswert bewerten. Dazu gehören der Rembrandt im Wohnzimmer genauso wie die private Münzsammlung oder das Gold im Schließfach. Das wäre ein immenser Verwaltungsaufwand, und bei dem auch noch Vollzugsdefizite vorprogrammiert sind, das wissen wir alle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss nochmals betonen. Die propagierte Umverteilungsfunktion wird die Vermögenssteuer nicht erfüllen. Vielmehr würde sie, insbesondere beim Mittelstand, Arbeitsplätze gefährden, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland schwächen und zu einem kaum administrierbaren Aufwand führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Ich habe mich ja eben kurz gehalten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, Frau Staatssekretärin, weil ich finde, dass eine Sache nicht unwidersprochen stehen bleiben kann. Das hat der Minister ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und zwar, das ist immer dieser Ausspruch, starke Schultern tragen doch eh schon die größten Lasten. Und dann schauen Sie sich immer den Anteil der starken Schultern am Lohnsteueraufkommen an. Und ich finde, das ist wirklich eine falsche Darstellung, weil Sie wissen, dass der größte Anteil der Steuern die indirekten Steuern, die Umsatzsteuer sind. Und die zahlen eben nicht die stärksten Schultern. Und ich finde, also die Einkommensteuer macht am Gesamtsteueraufkommen ungefähr 34-35% aus. Die Umsatzsteuer und die Körperschaftssteuer macht 2% aus, die Gewerbesteuer ungefähr dann noch einmal 7-8. Also deswegen finde ich, muss man sich schon das Gesamtsteueraufkommen mal anschauen. Welchen Anteil daran hat die Lohnsteuer? Welchen Anteil zahlen Unternehmen? Welcher Anteil wird durch die Umsatzsteuern gezahlt? Und welchen Anteil leisten die Vermögenden? Und das ist eben genau der Punkt. Wir leben in einem Land, in dem Vermögen nicht besteuert wird. Und das, finde ich, ist schon ein Problem. Ja, wir können jetzt lange über die Erbschaftssteuer reden. Also, da muss man aber schon ordentlich richtig erben, um überhaupt mal in die Verpflichtung zu kommen, die Erbschaftssteuer wirklich zahlen zu müssen. Und eben ist ja noch einmal geäußert worden von der Frau Arnold, dass quasi unser Antrag jetzt unsere sozialistische Gesinnung Ausdruck verleiht, oder ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es ausgedrückt haben. Ich schäme mich meiner sozialistischen Gesinnung nicht, dazu stehe ich, das wissen Sie. Aber ich will darauf hinweisen, dass die Vermögensteuer jetzt auch leider nicht einmal der erste Schritt hin zum Sozialismus wäre. Sie wissen ja, dass sie unter Helmut Kohl noch Praxis war, noch erhoben wurde. Also, ich würde sagen, Helmut Kohl war jetzt auch nicht unbedingt ein sozialistischer Politiker. Also, von daher glaube ich, ist eine vernünftige Besteuerung von Vermögen sinnvoll, einmal um soziale Ungleichheit dem zu begegnen, aber natürlich auch, um mehr Einnahmen zu haben. Und wenn wir darüber reden, und vorhin haben wir wieder über das Gesundheitssystem geredet, wir reden über Infrastruktur, wir reden über Bildung, und immer kommt wieder der Punkt, am Ende muss es finanziert werden. Und am Ende muss das Geld da sein. Und dann finde ich, muss man doch schon fragen, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Menschen, die wirklich viel Geld haben, dass wir die auch stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen. Und da muss man sicher über die Unternehmen reden. Das hat Frau Arnold gemacht. Aber die Argumentation haben wir bei der Erbschaftssteuer ganz genauso, dass die Erbschaftssteuer, dass die Vermögensteuer Unternehmen schaden würde. Da gibt es Regelungen, wie man das sehr wohl vernünftig hinbekommen will. Und ich will nur darauf hinweisen, wenn wir eine Situation haben, wo das Vermögen der beiden reichsten Familien in Hessen die hessische Staatsverschuldung fast übersteigt, und wenn wir eine Situation haben, wo das reichste Geschwisterpaar dieser Republik im letzten Jahr über 900 Millionen Euro
eingenommen hat. Über ihre BMW-Aktien, alleine Dividenden über BMW-Aktien. Die haben kein Auto gebaut, sondern die haben geerbt. Und da finde ich, muss doch die Frage erlaubt sein, wenn wir hier in einer Landeshauptstadt sind, wo viele Millionäre leben, aber gleichzeitig jedes vierte Kind in Armut, wie man hier endlich zu einer vernünftigen Umverteilung kommt und wie wir nicht in diesem reichen Land dauernd eine Debatte führen, dass wir uns gut finanzierte Krankenhäuser und vernünftige Straßen und einen guten ÖPNV angeblich nicht leisten können. Und deswegen finde ich nach wie vor, ist die Vermögensteuer da ein sinnvolles Instrument. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE soll dem Haushaltsausschuss überwiesen werden. Jawohl, haben wir so. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Rückkehr. Was gibt es dann? Ja, also zur Geschäftsordnung. Moment mal. Ja, was macht er denn jetzt? Auf. Tut er sich mal einig da unten? Also hier steht es auf der Tagesordnung. Sollen wir unterbrechen, dass ihr euch besprechen könnt? Oder wie machen wir dann? Machen wir weiter? Nein, ja. Also, wenn der Antragsteller sagt Nein, dann behandeln wir heute nicht mehr den Punkt. Also, wenn ihr es so besprochen habt, dann müsst ihr es notfalls einmal hier signalisieren, damit man Bescheid weiß. Fertig, aus, der Punkt kommt weg jetzt.